Der ganze Stolz der Pirnaer Feuerwehr. Seit Anfang Oktober besitzen Pirnaers Kameraden ein neues Drehleiter-Einsatzfahrzeug. Es handelt sich um ein genormtes Drehleiterfahrzeug, eine sogenannte DLRK 2312 und ersetzt ein Modell aus dem Baujahr 96. Das Fahrzeug selbst hat gegenüber dem älteren Modell verbesserte Einsatzmöglichkeiten. Ich will bloß mal mit dem Korb anfangen. Das K steht für den Korb zum Beispiel. Der Korb hatte an der alten Drehleiter eine Zuladung von 270 Kilogramm. Die neue Drehleiter hat jetzt die Möglichkeit, 500 Kilo zuzuladen. Die neue Drehleiter ist komplett auf die Ansprüche der Pirnaer Feuerwehr zugeschnitten. Das 280 PS starke Fahrzeug verfügt über ein Automatikgetriebe und jede Menge technische Raffinessen. Und die braucht es auch bei mindestens 100 Einsätzen pro Jahr. Hubrettungsfahrzeug sagt eigentlich der Name schon aus, also in erster Linie bei der Brandbekämpfung, wenn es gilt, Personen aus Obergeschossen zu retten, wenn der erste Rettungsweg beispielsweise durch Rauch oder Feuer abgeschnitten ist, dann gibt es einen zweiten Rettungsweg, der kann über das Hubrettungsfahrzeug sichergestellt werden. Durch die vielfältigen Möglichkeiten, die dieses Fahrzeug jetzt auch neu bietet, haben wir natürlich auch andere Einsatzmöglichkeiten, wie zum Beispiel Rettung von Personen. Das neue Fahrzeug gibt uns die Möglichkeit, zum Beispiel eine Person bis 300 Kilo mit einer speziellen Krankentrage aus den Obergeschossen zu retten. Der Drehleiterkorb ist deutlich größer als beim Vorgängerfahrzeug. Mehr Platz, mehr Traglast und dank modernen Videosystemen auch aus der Ferne im Löschfall steuerbar. Vorteil ist natürlich, dass man in brenzlichen Situationen nicht mal eine Person mehr an den Korb befördern muss, sondern dass man wirklich nur die Kamera, den Werfer oben drauf packt auf den Korb und letztendlich dann über diese Kamera die Möglichkeit hat zu schauen, wo man ist, ohne dass eine Person im Korb sein muss. Rund 750.000 Euro kostet das neue Drehleiterfahrzeug, drei Viertel der Anschaffungssumme, fördert der Freistaat Sachsen. Alle Kameraden werden jetzt fit gemacht, um das Einsatzfahrzeug mit seinen Möglichkeiten kennenzulernen. Es ist so, dass wir jetzt alle Drehleitermaschinisten speziell nochmal einen Kurs von anderthalb Tagen an dem Fahrzeug schulen. Also das sind in der Regel Kollegen der Hauptfeuerwache, die schon Drehleitermaschinist sind, aber speziell für dieses Fahrzeug nochmal eine Einweisung von anderthalb Tagen. Die Einweisung ist jetzt soweit erfolgt und wir sind jetzt schon gerade aktuell dabei mit allen Ortsfeuerwehren der Stadt Pirna, die Ausbildung zu tätigen, weil insbesondere alle Kameraden bei der Brandbekämpfung im Korb auch tätig sein können. Und so werden wir jetzt verstärkt mit den Kameraden in den nächsten Tagen die Ausbildung am Korb forcieren, sodass wir denken, dass wir Mitte November das Fahrzeug letztendlich offiziell in den Einsatzdienst stellen können. Neben Pirna verfügt auch die Feuerwehr in Heidenau über eine baugleiche Drehleiter. Die gemeinsame Anschaffung erhöht den Standard an Fahrzeugen im Kreis und wirkte sich zudem auf den Kaufpreis aus.